Recht herzlich willkommen zur 130. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder hier in unserem Gefährt hier. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Hier sind wir. Und ja, der Dralo hatte mir geschrieben und wir sollen mal so ein paar Dinge machen. Warte mal, erstmal aus der Karte raus. Das erste, was er geschrieben hatte, war, ich soll an den Satelliten schon mal die Antennen rausklappen, weil nachher, wo sind denn die? Wir sind gerade im Dunkeln, da oben sind sie. Nachher geht das nicht mehr. Das sind sie nicht, das ist sie. Extend Antenne. Gut. Und da ist noch einer. Wunderbar, das funktioniert schon mal. Okay, das war Nummer 1. Dann muss ich die Daten, die hier oben sind, noch einsammeln. Das muss ich auch noch machen. Fallschirm ist okay, hat er geschrieben. Und die 33.000 Kilometer muss ich noch ein bisschen einstellen. Das kriegen wir aber auch hin. Ich sollte dann von den Satelliten aus das Ganze steuern. Wer war das jetzt hier? Der? Ne, der? Ne, wo sind denn die Dinger? Das ist Triebwerk. Das ist ein Panel. Das ist der Tank. Huh? Open Door Reset. Und wie kann ich das von hier steuern? Super, oder? Jetzt kommt wenigstens Licht in die Sache schon mal. Das ist Dingens. Das ist doch die Batterie hier, ne? Ja. Review Data. Ich habe hier doch gar nichts zum Steuern, oder? Das ist... Ne, Science ist das. Das ist der Tank. Das ist die Batterie. Das ist Triebwerk. Hier kann ich nichts steuern. Sorry, aber warum das so war, weiß ich nicht. Aber ist jetzt so. Gut, wir müssen definitiv aussteigen. Der kleine Mann hier muss Daten sammeln. Und soll das Helmlicht sein? Passt. Haben wir an. Danke, das war jetzt der Test, den wir schreiben, nächsten Sonntag 8 Uhr. Jetzt ist klar 8 Uhr durch, wenn er guckt oder so. Auf jeden Fall hat der Dralo mir das geschrieben. Und die Leertaste richtet ihn auf die Kamera aus. Jetzt bin ich dran gebatscht und dann bewegt er sich, wie ihr seht. Ne? So sieht's aus. Aber die Leertaste ist bei mir leider nicht so. Leider nicht so. Das ist ein anderes Teil, was das ist. Keine Ahnung. So, das bedeutet aber, wir werden jetzt gucken, dass wir das Ding nochmal stabilisieren. Hat anders keinen Sinn, ne? Nochmal boarden, nochmal SAS anmachen. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir gleich nicht da dran klatschen. So, einsammeln kann ich jetzt definitiv nicht, ne? Warte mal, da ist das. Ne. Space to go. So. Ach so, wir müssen mal anschalten. Dann funktioniert das alles, das, was der Dralo mir gesagt hat, wahrscheinlich aus, ne? Gut. Er schleudert dann noch so ein bisschen hin und her. Gut, wollen wir mal gucken, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Jetzt gehe ich nämlich schon wieder weg.
das Licht nochmal anmachen. Beim Ansteigen nämlich ausgegangen, ne? So, jetzt müssen wir nur wahrscheinlich näher rankommen. Einmal Kamera ausrichten, so. Jetzt geht Space-Taste auch, wenn man den Rucksack anhat. So. Und? Ja, irgendwas ist jetzt gerade nicht möglich. Ich weiß aber nicht was. Also ich krieg jetzt nicht das, was ich vorhabe. Die Daten aus den Klamotten raus. Klappt nicht. Will er nicht auslesen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es gehen soll. Da, jetzt sind wir doch. Wer war noch zu weit weg? Alles klar. Thermometer hängt daneben. Komme ich da dran? Ja, Take Data. Da geht's jetzt auch. Collect Data. Und da geht's jetzt auch. Collect Data. So, das waren die Sachen. Thermometer, das. Ich glaube, da haben wir alles. Und sollten jetzt gucken, dass wir wieder dahin kommen, wo wir hinwollen. Oder? Ein bisschen gucken, dass wir da hinkommen. Helmlicht zeigt uns jetzt an, dass da die Rakete ist, will ich hoffen. So. Kommt kein Zeichen. Bisschen vor. Bitte mal gerade hier so ein B daher kommt. Ich glaube, jetzt sind wir gerade vorbeigesegelt. Gefällt mir nicht. Bisschen vor. Bisschen höher vielleicht, ne? Zwei Meter.
Ein Meter. Der hat nicht so lange Arme, ne? Deswegen geht das nicht. Ja. Zu weit weg. So, jetzt nochmal. Babyboard. So, hat geklappt. Das, was wir wollten, haben wir, glaube ich, geschafft, oder? Und die Sachen sind jetzt drin. Ich weiß nur nicht, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ne? Wie weit wir weg waren oder nah dran waren jetzt. Tja. Wo sind jetzt die Klamotten zum Angucken? Was ich gerade für Daten mitgenommen habe, ne? Weiß ich nämlich jetzt nicht. Ah, das ist die Wikipedia sozusagen. Nein, das lass mal gut sein. Machen wir erstmal das wieder an. Wir kommen an den Punkt, wo wir... Aber ich glaube, wir müssen da oben nochmal irgendwo, ne? Aussteigen und noch ein Eva machen. Ich habe eben nicht gesehen, was da alles stand. Das ist das Problem. Ja. So, ich glaube, jetzt senden wir auch erstmal Daten. Das hat er da gerade auch geschrieben, kann nicht schaden, ne? Transmit Data. Gut. Electric Charge geht jetzt gerade runter. Das letzte hat nicht mehr funktioniert, weil kein Strom mehr da war. Warum ist das jetzt leer? Wir haben noch Solarpanels da unten dran, ne? Lädt sich das näher auf? Doch, aber ganz langsam, okay. Ja, okay, das ist jetzt natürlich da nur eine so in der Sonne, ne? Wenn ich das jetzt so rumdrehe, dann sollte ich zwei in der Sonne haben, dann sollte das vielleicht besser klappen, oder? Dann sieht man jetzt gerade auch nicht so doll, ne? So, besser ausrichten noch. So, jetzt kommt's aber wieder. Okay. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen die Rakete so rum, so rumdrehen, dann werden wir das noch besser hinkriegen, ne? Dann sind die ja noch besser in der Sonne, oder? Ich glaube, so ist es am optimalsten. Gut. Das heißt, ich würde jetzt auch noch ein bisschen warten, weil da war eben, dass nicht alle Daten übertragen werden konnten, einfach aus dem Grunde, weil, ne, nicht genug da war. Ich würde es jetzt noch mal probieren, ne? Allerdings, ich weiß jetzt nicht, welche er alle sendet. Schon wieder alle. Geht wieder nicht. Aborting, da. Gut, funktioniert so nicht. So, lass mal in der Karte gucken, wie weit wir sind. Wir sind jetzt hier. Biom, Midlands. Wenn wir jetzt ein Eva machen, können wir nochmal
Hier einen Rechtsklick machen und APA Report noch nehmen, oder? Aber da ist nichts zu machen. Also hier gab es keinen. Dann haben wir das wohl schon erledigt. Gut. Nochmal SAS wieder anmachen. Ja, wir müssten jetzt eigentlich auf den Strom warten, dass der dann sich wieder auffüllt. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Kartenübersicht und machen das mal ein bisschen schneller. Den werden wir hier neu setzen in der nächsten Runde. Beziehungsweise wir müssen das nur so machen. Und dann können wir den gerade neu setzen. Wieso? Achso, ist noch zu schnell. Wir sind nicht zu schnell. Kann ich rauszoomen. Ja, jetzt geht's. Ich weiß nicht, warum es eben nicht ging. So, was haben wir für eine 80.000, weil wir jetzt eine Runde später das Ganze machen, ne? Gut. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir müssen. Ich gehe mal von so aus. 76. 55. 47, das war wie letztes Mal. 24, das war ein Tacken zu viel. 42. 39. Und das war viel zu viel. 11. 46, tolles Spiel, ne? Da ist er wieder weg. Das war jetzt viel zu viel. Mann. Jetzt sind wir wieder bei 46. 39. 28. 29. 138. Wir können das mal rechtsklicken, ne? Dann sieht man das auch. Toll, ne? Andere Richtung. Ups, 30. Ja, 31. Ich glaube, das können wir auch so lassen, oder? Oder Drallo? Stopp. Wunderbar. Passt. Okay, das haben wir für die nächste Runde angelegt. Das ist auch gut so. Jetzt gehen wir nochmal... Ne, da waren wir jetzt verkehrt. Jetzt gehen wir hier hin und gucken, dass wir da hinkommen. Und dann müssen wir da nochmal die Instrumente messen lassen und einsammeln, glaube ich, oder? Jetzt die Frage, ob wir hier high over sind oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. So, lassen wir mal ein bisschen vorangehen, die ganze Sache. Einer geht noch, oder? So, jetzt sind wir auf jeden Fall ganz weit oben. Soweit so gut. Jetzt machen wir ein EFA und dann gucken wir, was der Report hier bringt. Der bringt hier auch nichts mehr. So. Jetzt müssen wir hier gucken. Ja, das bringt uns so nichts. Cannot store experiments.
Kann ich dann auch nicht ändern. Gehen wir erstmal rein. So. Log Pressure Data. Machen wir nicht. Wir müssten das da, wenn haben, ne? Weil wir die andere Seite nicht resettet haben. Keep Experiment. Temperatur. Okay. Aber trotzdem kriegen wir da irgendwelche Punkte für. Nehmen wir. Ist das nicht resettet oder was? Open Doors. Close Doors. Ich glaube, der ist nicht zurückgesetzt. Und der? Der GU lässt sich auch nicht mehr bedienen. Review Data, okay. Gut, das heißt, nochmal raus. Daten sammeln, oder? So, Batterie ist voll. Transmit Data. Jetzt gucken wir, ob alles reingeht oder nicht. Gain High Antenna Warning. Und da ist wieder irgendwas nicht geklappt, weil wir wieder nicht genug Saft hatten. Er sendet immer grundsätzlich alles, was wir haben, wahrscheinlich. Anstatt das dann nicht mehr zu senden, ne? Ja, schade drum. So. Jetzt machen wir ein Eva, oder? Ich kletter jetzt dann. Warte mal. Eva Report. Nix mehr. Gut, alles klar. Jetzt lassen wir mal los und bewegen uns einen kleinen Tacken weg. So. Richten uns mal gerade so aus. Und dann geht die Reise nach unten. Machen wir U fürs Licht an, ne? Dann kommen wir da hin. Restore. Kann er nicht, okay. Take Data. Das war nicht. Take Data. Tacken nach links. Restore. Kann er, okay, kann er nicht. Das heißt, wir haben das, was wir wollten, hier jetzt erledigt. Okay. So, dann mal hoch. Zack. Empty. Ne, zack, zack. Tacken nach links und dann vor. Das macht dann Autosave, ne? Auch cool, oder? Tacken runter. Und? Na, ich hatte jetzt Angst, dass er da diesen Bug hat und durch die Gegend fliegt, ne? So. Das haben wir jetzt an der relativ hohen Stelle gemacht, ne?
So, nächstes Ziel da unten. Und das da müssen wir dann nochmal machen, ob das, weiß ich nicht, ob das richtig ist oder sowas, ne? Das mit der Batterie, tja, gute Frage, ne? Ist die in der Sonne? Ja, die Solarzellen sind in der Sonne. Gut, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Folge ist erstmal lang genug. Ich habe, soweit ich glaube, alles gemacht. Ja, müssen wir gucken, dass wir das nochmal hinkriegen. Und unten Nier Min muss dann nochmal checken, ob wir die Daten noch irgendwie haben, weiß ich nicht. Batterien erstmal voll werden lassen und dann nochmal genau überlegen, was wir senden oder nicht senden. Da gibt es ja auch noch andere Optionen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.